Carina Wimmer! Die erste goldene Medaille geht an Carina Wimmer. Die luxusvollen Damen eröffneten die deutschen Meisterschaften 2021. Die Liste der Finalistinnen kam aus Bayern. Die Schützinnen der Lea Lesertel. Die Liste der Schützenmeisterschaften. Moni Karsch. Und Monika Karsch. Ich habe mich echt gesteigert. Am Anfang hat es jetzt nicht so ausgeschaut, aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, komm, kämpf um eine Medaille, schau, dass du da hinkommst. Und bei jedem Schuss habe ich mir das gedacht, kämpf für die Medaille. Und jetzt freue ich mich, dass das Silber geworden ist. Echt cool. Ja, das ist auf jeden Fall, also Gold ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, so eine Goldmedaille. Und genau, dann stelle ich mich aufs Treppball und freue mich mal mit den anderen über beides. Die Gewehrwettbewerbe Männer waren bei Olympia in Tokio ohne. Er ist Vize-Weltmeister. Wir Bayern heute in Gaggen mit dem Finale. Für Daniel Lekart und Sandro Schäfer reicht es nicht für Spektrum. Maxi Dallinger! Ja, ich habe auf jeden Fall angegriffen, so viel steht fest. Die ersten zwei Anschläge waren richtig gut, dann hat es ein bisschen bresselt, aber hat gereicht und Deutsche immer Highlight von dem her. Ja, aber geil. Für viel Überraschung sorgt ein junger Stürmer, der schon vor seinem letzten Schuss das Grinsen nicht mehr vergisst. Und Bronze geht an Colin Fix. Ich bin zum ersten Mal in der Herrenklasse angetreten, daher habe ich mir eigentlich keine großen Hoffnungen gemacht und bin einfach reingegangen, habe mir gedacht, hab Spaß. Ja, und aus meinem Spaß ist dann ein wirklich großer Erfolg für mich geworden. Also, ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und es hat mich natürlich dann tierisch gefreut. Ich habe mich natürlich auch schon gefreut, wie ich quasi wusste, dass ich überhaupt eine Medaille sicher hatte. Das war schon sehr überraschend für mich. Bei den Damen 30x40 starteten Sara Lechner und Isabella Schlauch vielversprechend. Isabella war lange vorne und bei der letzten deutschen Meisterschaft 2019 und sie war gleich. 2021. Ja, es war ja am Anfang, bin ich echt gut reingekommen, hatte dann schon ein bisschen Probleme im Liegend und stehend ist einfach im Finale immer noch ein bisschen problematisch, wenn ich nicht direkt reinkomme. Und das war nicht der Fall, es sind zu viele Flieger gewesen und das hat es im Endeffekt dann gekostet. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, meine Form zeigt in die richtige Richtung, es ist da, wo ich wieder hin möchte. Ich weiß, was ich kann, ich bin wieder selbstbewusst, ich habe mein Selbstvertrauen großteils wiedergekriegt und deswegen bin ich für mich auf dem richtigen Weg und auch zufrieden. Hier Bayern auch im Finale der neuer deutscher Finalrekord mit 245,1 Ringen, trotz Verletzung abzuziehen. Dennoch ein toller Abschluss des heutigen Wettkampftages. Da zeigt der Respekt der neue deutsche Ja, ist richtig. Ich habe auch ehrlich gesagt auf Silber gezielt, weil ich jetzt 3 Jahre hintereinander Bronze geholt habe hier bei den deutschen Meisterschaften. Und eigentlich wollte ich auch Christian packen, aber der war heute einfach nicht zu schlagen. Also Respekt vor seiner Leistung, das war ganz stark.